Vielleicht steht ihr kurz vor der Entscheidung und stellt euch die Frage, brauchen wir jetzt gerade einen Imagefilm, ist es notwendig und wie muss ich ihn am Ende einsetzen, damit er seine Wirkung komplett entfaltet? Ich meine, grundsätzlich schauen wir uns mal an, warum werden überhaupt Imagefilme produziert? Ich denke, da gibt es das Thema Stolz, Verkauf fördern und Image-Transfer. Stolz ist eigentlich so ein ganz seltener Punkt, aber auch typischer Punkt, der tatsächlich manchmal passiert. Und zwar, dass ein Unternehmer sagt, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre diese Firma aufgebaut, ich möchte jetzt so einen Imagefilm und ich möchte zeigen, was wir geschafft haben, was wir Tolles gemacht haben. Also Prestige. Ich bin da stolz drauf. Ich will das festhalten. Fände ich vor allem auch total verständlich und finde ich auch absolut richtig, wenn man zum Beispiel vor einem Generationswechsel steht, ja, oder wenn man wirklich jetzt ein Alter erreicht hat, wo man sagt, wow, was ich da geschafft habe, ich muss das einfach mal zeigen. Also Stolz ist auch ein richtiger Punkt, weil Stolz motiviert ja auch zum Weitermachen. Der zweite Punkt ist Verkauf. Viele Unternehmen, ob Dienstleistung, ob Produktion oder was auch immer sei dahingestellt, haben einfach eine ganz breite Palette an Produkten, an Leistungen und wollen es ja irgendwie auch schaffen, dass der Kunde da draußen versteht, was sie alles machen. Ja, wie oft werden sie gefragt, ach, ich wusste ja gar nicht, dass ihr das und das auch macht und das auch. Ja? Und da ist der Punkt Verkauf echt ganz wichtig, dass man in einen Imagefilm tatsächlich das Leistungsportfolio reinpackt und erklärt, wir machen von A bis Z tatsächlich die ganze Bandbreite und das ist auch noch neu und das auch noch. Und ich meine, der wichtigste und letzte Punkt ist tatsächlich der Aspekt Image-Transfer. Ja? Also, dass man aus einer Marke, die am Anfang erstmal nur ein Logo ist, das man vielleicht sogar noch nie gesehen hat, ein Image erzeugt. Also das heißt, der Marke ein Bild gibt, ein Gesicht gibt, das für viel mehr steht. Ich meine, vielleicht kannst du dazu was erzählen. Ja, also du hast die ersten beiden Punkte und das spielt da auch mit rein. Wenn jemand zeigen möchte, wie stolz er ist, dann hat es erstmal auch einen Image-Transfer nach innen. Das heißt, wenn das gut produziert ist und wenn das authentisch produziert ist, hat das einen wahnsinnig starken Image-Transfer nach innen und die Mitarbeiter laufen alle mit geschwollener Brust und können diesen Film natürlich auch nach draußen zeigen. Das ist vielleicht sogar im Kino noch wichtiger, auch für die Familien zu sehen, als jetzt beispielsweise in Deutschland oder in Europa. Aber auch in Europa und in Deutschland, man ist stolz drauf, das zeigen zu können, wo arbeite ich und das zu teilen und so weiter. Das heißt Image-Transfer nach innen. Ja. Dann, du hast es angesprochen, der zweite Punkt, verkaufsfördernd. Ich habe beispielsweise potenzielle Partner, die sich informieren möchten, was macht denn diese Firma? Und da spielt natürlich das Thema Trust auch eine große Rolle. Das heißt, was steckt dahinter? Oder gläserne Fabrik. Viele sagen, wir können nicht ständig Führungen anbieten, ist gar nicht möglich. Oder ist aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsthematen nicht möglich. Oder weil ich vielleicht im Food-Sektor arbeite, ich kann nicht die Leute da durchschleusen. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, eine Art gläserne Fabrik zu machen. Die Leute haben die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen. Und zwar immer dann, wenn sie Lust drauf haben. Und das schafft natürlich auch, dass eine andere Firma beispielsweise eine Kooperation eingeht und diesen Trust-Faktor erhöht. Und das sind Image-Transfer. Und du hast es auch vorhin schon gesagt, Produktfilm ist was anderes. Das heißt, das ist sehr spitz. Image-Transfer ist sehr breit und sehr allgemein und bietet sozusagen die Möglichkeit, nach außen und nach innen sich zu positionieren und ein Bild von sich zu gestalten. Ja, da kommst du eigentlich so ein bisschen auch, spannst du da die Brücke zur einleitenden Frage. Ja? Also, wann brauche ich überhaupt einen Imagefilm? Ein Imagefilm ist tatsächlich ein Stück weit die Basis. Der Imagefilm ist das, wo ich sage, den schaue ich mir an. Der dauert 1 bis 5 Minuten, je nachdem, wie er gemacht ist. Und der informiert mich in Gänze über das Unternehmen. Das ist also die Basis dafür, dass man dann sagt, und dann gibt es vielleicht einen Produktfilm und einen TV-Spot und das und das und das und das, dass dann wirklich auf gezielte Themen, auf gezielte Leistungen eingeht. Aber der Imagefilm selber hat tatsächlich die Aufgabe zu sagen, was ist die DNA der Firma, was steckt da dahinter, wer sind die eigentlich, warum sind die cool, sind die vielleicht auch uncool, also was ist so deren Spirit, damit man auch feststellen kann, will ich mit denen zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Und man merkt schon, ich meine, du hast es gerade 1000 Gründe genannt, warum man so einen Film produzieren sollte. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, glaube ich. Es gibt unglaublich viele Gründe dafür. Man muss sich da auch nicht zu sehr auf einen Grund eigentlich festlegen in dem Fall, ja, weil ein Imagefilm, wie gesagt, eine Basisausstrahlung hat. Man muss sich eher die Frage stellen, was sind meine Werte, die meine Marke beinhaltet, die mein Unternehmen beinhaltet und wie kann ich die als Film vermitteln? Ja? Wie schaffe ich es, dass der auch die wichtigsten Zielgruppen anspricht? Also egal, ob Stolz, Verkauf oder Image,
wie schaffe ich es, dass ich das vermitteln kann in dem Imagefilm? Ja? Also ich will sagen, ein Verkaufsfilm braucht natürlich mehr Details über die eigentlichen Leistungsportfolios des Unternehmens, während ein Image-Transferfilm, also der wirklich nur sich auf Image konzentriert hingegen, der braucht große Bilder, der braucht mächtige Bilder, der braucht Emotionen. Also wirklich, es gibt viele Facetten, aber man muss sich nicht zu sehr auf eines festlegen, aber man muss sich die Frage stellen, auf welchen Weg will ich mich am meisten konzentrieren, und darauf basierend, verbunden mit den Werten eben, die das Unternehmen hat, kann man dann ein super Briefing aufstellen, um dann natürlich sich eine tolle Idee für einen Imagefilm zu holen. Jetzt kommt man dann an den Punkt, man hat sich entschieden, man möchte einen Imagefilm, warum auch immer, und hat den produziert. Und was wir ganz oft erleben, und das tut uns im Herzen weh, ist, der Imagefilm ist produziert und dann wird er vielleicht ausgespielt. Er hat auch einen ganz kurzen Schwung, die Mitarbeiter finden das cool, teilen den vielleicht, und danach geht die Kurve schlagartig wieder nach unten. Der Film verstaubt und wird nicht mehr ausgekramt. Und da gibt es auch einen Haufen coole Möglichkeiten, den Film öfters aufleben zu lassen. Und da haben wir auch ein paar Tipps und Tricks, Andi. Vielleicht schießt du mal ein bisschen los. Was haben wir denn für Möglichkeiten, aus so einem Imagefilm mehr zu machen, als nur irgendwie ein kurzes Event, das danach irgendwie wieder so vergessen wird? Genau, da hole ich tatsächlich mal ganz kurz aus. Also das Schöne tatsächlich an einem Imagefilm ist, es ist ein Film. Und wir Menschen lieben es, Filme zu konsumieren. Das bedeutet, man darf das nicht unterschätzen, wie viel Freude es den Mitarbeitern macht, den Kunden und Unternehmen macht, sich diesen Film anzuschauen. Das muss man mal ganz pauschal sagen. Also das heißt, da lohnt es sich einfach, eine Newsletter rauszuschicken. Da lohnt es sich einfach, eine Mitarbeiterveranstaltung zu machen, indem man einfach den Film herzeigt. Manchmal sogar, wenn man einen Imagefilm mit reinen internen Mitarbeitern gemacht hat, lohnt sich sogar eine kleine Feier, wo man als Anlass nutzt, wo man den Film herzeigt, sich bedankt und so weiter. Also natürlich sind wir da jetzt bei dem Peak, von dem du gesprochen hast, wo der Film auflebt und danach vielleicht abschwächt. Da haben wir natürlich für das Abschwächen auch noch entsprechende Tipps. Ja. Aber ich will nur sagen, hier schon mal dran denken, dass es wirklich einen vielfältigen Nutzen gibt, wenn man den Film auch an allen Stellen tatsächlich platziert. Ja. Jetzt habe ich noch einen ganz einfachen Tipp dazu. Die Wertschätzung ist fantastisch. Und was auch spannend ist, man muss nicht glauben, dass, wenn ich den Film einmal publiziert habe, dass den dann jeder gesehen hat. Und hier gerne mutig sein. Spielt diesen Film immer wieder, pusht ihn immer wieder, bringt diesen Film immer wieder, lass ihn immer wieder neu aufleben, weil es gibt neue Mitarbeiter, es gibt im Internet viele Menschen, die den Film noch nicht kennen, die vielleicht aber auch über Social Media Kanäle gerade auf ihr Unternehmen aufmerksam oder auf euer Unternehmen aufmerksam geworden seid. Und deswegen seid mutig und lasst diesen Film immer wieder aufleben. Es ist ein tolles Tool. Genau. So ein Film hat eine Halbwertszeit von einigen Jahren. Das können 3 Jahre sein, das können 2 Jahre sein, das können auch 5 Jahre sein. Also das ist wirklich, den kann man sehr lange einsetzen grundsätzlich. Der zweite und aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige Punkt ist, stellt euch vor, ihr habt so einen Film produziert und aus eurer Sicht ist das ein Ferrari. Das heißt, ein Sportwagen, der gefällt euch richtig gut, aber jedem von uns ist klar, mit so einem Ferrari brauche ich nicht mit der Familie in den Urlaub fahren. Das bedeutet, der Film ist vielleicht, also um es zu übersetzen, zu lang, um ihn online einzusetzen, aus eurer Sicht zum Beispiel. Nehmt diesen Ferrari, nehmt dieses Produkt und adaptiert es für andere Zwecke. Das heißt, stellt euch die Frage, wie muss der Film vielleicht gekürzt werden, damit ihn das Sales-Team, der Vertrieb, im Außendienst einsetzen kann? Wie muss der Film vielleicht vom Sprechertext her geändert werden, damit ihm der Innendienst bei der Kommunikation mit Kunden in der E-Mail-Signatur verwenden kann, wo es dann irgendwie heißt, unser Unternehmen in 30 Sekunden vorgestellt, und es ist eine Adaption von dem Imagefilm, die super einfach war und die plötzlich dann einen extremen Need erfüllt oder einen extremen Mehrwert zum Beispiel abdeckt. Genauso ist es eben beim Aspekt Social Media. Also natürlich, den Hauptfilm kann man auf vielen Kanälen spielen, einfach weil das Interesse tatsächlich meistens sehr, sehr groß ist eurer Kunden. Die wollen euch ja sehen, sozusagen. Aber wenn ihr dann vor allem darüber nachdenkt, wie können wir da das Spannnetz erweitern und die Effizienz auch des Films erweitern, schaut euch alle Kanäle an. Nehmt den Ferrari und überlegt euch, wie muss ich ihn umgestalten in den Caravan, in den Minibus, in das, 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 damit er wirklich auch auf diesen verschiedenen Kanälen funktioniert. Und dann lasst daraus ein Werkzeug werden. Ja. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist, man macht den geilsten Imagefilm der Welt und hat dann ein Sales-Team, das mit einer Windows 98 PowerPoint-Präsentation zum Kunden fährt und dem verpixelte Slides zeigt. Sondern nutzt den Imagefilm dafür. Guter Punkt. An der Stelle, man hat einen extremen Initialaufwand, um so ein Meisterwerk zu kreieren. Und danach habe ich die Möglichkeit, über einen sehr einfachen Weg, beispielsweise anderer Sprechertext und einen Cutter-Aufwand von, was weiß ich, einen Tag, dieses Ding so umzugestalten, um ihn zu adaptieren. Ich habe auch die Möglichkeit, diese Bildwelt zu verwenden. Und das ist auch spannend. Das heißt, nicht das ist nur auch der dritte Punkt, was du sagst. Ja. Und der ist tatsächlich, also das ist nicht nur jetzt ein Hinweis, sondern das ist entscheidend. Also nur, um das gleich mal hier richtig einzuhaken. Also
Nutzt die Bildwelt. Da hat ein Filmteam 3 Tage, 5 Tage, 2 Tage, scheißegal, hat versucht, aus deiner Leistung, aus deinem Unternehmen das Maximum rauszuholen. Das heißt, alles so gut und so perfekt, wie es geht, in 25 Bildern die Sekunde zu perfektioniert dargestellt zu vermitteln. Ja. Und jetzt haben wir da lauter tolle Bilder und jetzt machen wir den Ferrari draus und der fährt da auf der Straße. Toll. Aber wir müssen die Bildwelt nutzen. Viele Filmproduktionen, wie zum Beispiel auch wir, produzieren mit sehr hochwertigen Kameras. Das bedeutet, man kann Bilder einfach aus dem Film rechnen und kann die als Foto einsetzen. Nicht als Printanzeige riesengroß, aber zum Beispiel als Bild auf der Website, als Header, als sonst irgendwas. Punkt 1. Punkt 2. Ihr seht es auf vielen Websites. Schaut allein mal auf spreadfilms.de zum Beispiel. Dort wird Bildmaterial, also Videomaterial, eingesetzt, um einfach mehr Feeling zu gewissen Themen zu vermitteln. Also das heißt, da werden zum Beispiel kurze Videosequenzen zusammengeschnitten, in einen kleinen Videoloop nennt man das, von 8 Sekunden zum Beispiel. Und die werden dann irgendwo reingepackt, zum Beispiel bei Über die Agentur. Und dann schaust du dir das an im Hintergrund, ja. Und checkst dann irgendwie so, so fühlen sich diese Leute an. Also ich meine, ihr kennt das selber, die Macht von Bewegtbild ist so krass, weil du innerhalb von, wenn du einen Menschen 1 Sekunde in einem Film siehst, hast du viel mehr Verständnis für diesen Menschen, wie der wohl tickt, als wie wenn du ihn nur hörst oder als wie wenn du nur ein Foto von ihm siehst. Und das ist wirklich, das ist extrem. Und eine Frage an der Stelle. Muss dieses ganze Thema im Vorhinein mit bedacht werden oder nicht? Das ist oft die Frage. Und dafür gibt es natürlich auch verschiedene Antworten. Unsere Erfahrung zeigt, dass es in Ordnung ist, wenn man dieses Projekt komplett umsetzt und sich danach die Gedanken macht, wie kann ich den adaptieren? Das ist natürlich sehr vielfältig, diese Frage. Also ich glaube, da gibt es natürlich auch nicht the single truth irgendwo, sondern grundsätzlich eben die Erfahrung, die du sagst, ist sehr pragmatisch. Oft produziert man den Film, weil der Ferrari, von dem wir die ganze Zeit sprechen, ist der Hauptzweck, warum man überhaupt so eine Produktion startet. Ja. Aber also man hat einen Grund und dann möchte man den erfüllen und dann ist er erfüllt und dann fährt der Ferrari und alle sind glücklich. Und dann geht man her und sagt, da können wir noch viel mehr draus machen. Also das ist der Weg, der in Ordnung ist. Ja. Gleichzeitig aber muss man sagen, gibt es viele, die auch wirklich von vornherein die gesamte Bandbreite andenken. Ich glaube, der Tipp dabei ist, vor allem beim vornherein andenken, dass man es nicht zu sehr verkompliziert. Ja. Also wenn man sich nämlich die Frage stellt, und es muss dann im Header funktionieren und auf Facebook möchte ich dann einen Header haben und so weiter, dann wird es oft sehr komplex und dann verliert man die Qualität in diesem Ferrari-Produkt, in diesem besten Film. Und lieber eben den besten Film produzieren und adaptieren, als wie dass man versucht, an 1000 Filme zu denken und dann... Und man blockiert sich beispielsweise auch in der Produktion des Imagefilms. Ja. Genau. Das heißt... Es gibt noch einen letzten wichtigen Tipp auch, der ist auch wieder in Verbindung mit diesem Nutz die Bilder noch zu sehen. Und zwar gibt es etwas, was sehr gut funktioniert die letzten Jahre und das nennt sich Videosnippets. Videosnippets sind im Prinzip ganz kurze Auszüge aus einem Film, die zum Beispiel mit 4 bis 20 Sekunden umgesetzt werden, die eine Botschaft erzählen. Nehmen wir unseren Hauptimagefilm als Beispiel. Der vermittelt ganz viele Aspekte. Und der erzählt zum Beispiel, dass wir eine super Service-Mannschaft haben, die in 24 Stunden erreichbar ist. Das erzählt er in dem Imagefilm vielleicht nur in einem Halbsatz. Und man sieht ein paar Shots, wie jemand diesen Service ausführt. Im Nachgang macht es Sinn, verschiedenste Snippets zu produzieren, zum Beispiel 10 Stück oder so, mit denen man dann pro Video genauso einen Aspekt highlightet. Zum Beispiel den Aspekt Service. Das heißt, wir haben ein Video von 8 Sekunden, 12 Sekunden, in dem dann mehrere Texteinblendungen sichtbar sind, sowas wie unser 24-Stunden-Service, bla bla bla, also so ein bisschen die USPs. Am Schluss das Logo, die coolen Bilder, die man produziert hat und zack, hat man einen Film, wo man genau das Thema Service positionieren kann. Diesen Film setzt man dann ein für einen Newsletter als Header, wenn man über das Thema Service spricht, für Social Media, um zum Beispiel über das Thema Service immer wieder zu kommunizieren und diese Filme einzusetzen und so weiter und so fort. Und plötzlich wird dieser eine Film, das ist die Spitze der Pyramide, viel breiter, die Materialien werden weiter genutzt, durch das, dass ich gesagt habe, wir arbeiten zum Beispiel bei den Snippets mit Texteinblendungen und die Form ist bewusst anders, ändert sich auch die Wirkweise und dadurch hat man nicht immer das Gleiche und es wird langweilig, sondern es wird eben sehr spannend und vielfältig. Und long story short, ich glaube, da haben wir jetzt ganz viele Gedanken und Ideen auch vermittelt, wie man den Film weiter nutzen sollte. Und das ist wirklich eine ganz große Empfehlung. Versucht, diese Punkte alle anzugehen. Und lieber schreibt ihr euch alle auf und sagt, den muss ich wegstreichen, weil da haben wir vielleicht kein Budget oder den streiche ich weg, weil wir haben kein Internet bei uns in der Firma zum Beispiel. Aber
es macht tatsächlich Sinn, diese Punkte alle zu bedenken und alle durchzugehen, wenn man einen Film fertig hat und stolz drauf ist. Ein Punkt, letzten Punkt noch. Es gibt auch die Möglichkeit, den Film, und das ist das Allereinfachste, auch in eine andere Sprache zu adaptieren. Das ist sehr einfach. Und mit einem Voice-Over in einer Native Language oder Untertiteln habe ich die Möglichkeit, den Film auch zu adaptieren und plötzlich für eine andere Zielgruppe nochmal aufzumachen. Das ist vielleicht auch selbsterklärend, aber ich will es an der Stelle nochmal anbringen. So, jetzt interessiert uns natürlich auch noch, haben wir irgendwas vergessen? Habt ihr einen Imagefilm für irgendein Thema eingesetzt, den wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Schreibt es uns unten in die Kommentare, da sind wir sehr gespannt drauf. Auch über eure Gedanken zu diesem ganzen Film. Lasst es uns wissen und bis zum nächsten Mal.